Die IG Farben ist zahlungsunfähig. Der ehemals größte Chemiekonzern der Welt profitierte während des Zweiten Weltkriegs vor allem von der Zwangsarbeit. Seit Kriegsende wurde das Restvermögen des Unternehmens von einer Abwicklungsgesellschaft verwaltet. Das Geld sollte neben Banken und Aktionären auch früheren Zwangsarbeitern zugutekommen. Heute meldete die Gesellschaft Insolvenz an. Der Schlussakt nach einem halben Jahrhundert Abwicklung. Die IG Farben stellt einen Insolvenzantrag. Die beiden Liquidatoren begründen den Schritt mit drohender Zahlungsunfähigkeit. Noch besitzt der von den Amerikanern nach dem Krieg zerschlagene Chemiekonzern Immobilien im Wert von 38 Millionen Euro. Diese sind aber größtenteils mit Krediten belastet. Für die Abwicklung gäbe es jetzt keine seriöse Grundlage mehr. Das Restvermögen, was dann sehr schnell ausgeschüttet werden sollte für die Opfer, die Diskussion ist alt und verständlich, betrug rund 80 Millionen Euro. Und von diesen 80 Millionen Euro sind 67 Millionen Euro Anfang der 90er Jahre ausgeschüttet worden an die Aktionäre. Das geschätzte Restvermögen der IG Farben beläuft sich auf 5 bis 10 Millionen Euro. Eng verstrickt mit dem Nazi-Regime hatte der IG Farben-Konzern unter anderem Giftgas hergestellt. Zwangs- und Fremdarbeiter wurden ausgebeutet. Kritische Aktionäre fordern daher, das Restvermögen müsse für Zwangsarbeiter gesichert werden. Bis heute hat die IG Farben Stiftung jedoch keine Gelder ausgezahlt. Die Frage ist oft an uns gestellt worden, hat es denn überhaupt noch Sinn, eure kleine Kleckerstiftung oder die Zwangsarbeiterentschädigung, nachdem die Wirtschaft ja mit 10 Milliarden dort in die Bresche gesprungen ist? Vielleicht denken Sie sehr ähnlich, da bin ich anderer Meinung. Es gibt eine Fülle von Härtefällen. Ob diese nun Berücksichtigung finden, ist offen. Zunächst sollen Bankschulden beglichen werden.